Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und heute habe ich mir Unterstützung mitgebracht, und zwar meine liebe Freundin Ramona. Hallo. Die mit mir heute den Contradictions Book Tag macht. Den habe ich mal wieder bei Book Friends Forever auf YouTube gesehen und ja, fand den sehr, sehr cool. Der hat 8 Fragen mit sehr widersprüchlichen Antworten, die man da eigentlich geben muss, beziehungsweise die Fragen sind widersprüchlich. Und wir fangen mal direkt an. Die erste Frage lautet, Frage ist es eigentlich gar nicht richtig, ist eigentlich eine Aufgabe. Ich liebe dieses Genre, aber dieses Buch daraus mochte ich gar nicht. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir, glaube ich, beide auch so ein bisschen an der einen oder anderen Frage nicht gescheitert sind, aber zumindest uns ein bisschen die Zähne ausgebissen haben, weil einfach diese Fragen und Aufgaben sehr extrem formuliert sind. Also da geht es ständig um, ich liebe das oder ich hasse das. Und ich glaube, manchmal fühlt man sich da nicht so ganz wohl mit diesen Ausdrucksweisen, mit diesen Superlativen. Ja. Also sowas, das mochte ich gar nicht. Das ist dann für mich komplett schlecht einfach. Und manchmal hat man da ja so Abstufungen und sagt, ja, ich fand es halt jetzt nicht großartig, aber so richtig schlecht, naja. Aber dann hätte ich es vielleicht auch komplett oder gar nicht gelesen, aber also nur, dass wir das einmal so einordnen, nur damit wir uns da richtig verstehen. Na gut, also ich sag nochmal, ich liebe dieses Genre, aber dieses Buch daraus mochte ich gar nicht. Da bin ich sehr gespannt, was du hast. Ja, ich habe ganz frisch beendet Das Ferienhaus von Siam Yuen. Und was soll ich sagen? Ich fand es wirklich schlecht. Also es ist. Und Martin, das ist bei mir auch noch auf dem Sub. Also es ist ein Thriller und ich mag ja eigentlich Thriller grundsätzlich. Ja. Ich glaube, ich könnte bei diesem, was mochte ich eigentlich gar nicht, ich könnte, glaube ich, bei Thrillern relativ viel sogar aufzählen, weil, sind ja einige doch dabei, wo ich denke, naja, also so richtig toll, also der hat mich jetzt auch nicht umgehauen, aber ich wollte natürlich etwas nehmen, was relativ aktuell ist, also was gerade irgendwie erschienen ist, damit das nicht irgendwie was aus der, von Anno dazu mal ist. Deswegen habe ich jetzt Das Ferienhaus genommen, weil ich es wirklich frisch beendet habe. Und es ist einfach super langatmig, leider. Es kommt gar keine Spannung auf. Also im Grunde, die Idee ist eigentlich ganz interessant. Es hat so ein bisschen was von Exit Game tatsächlich. Also eine Familie, die die sich eigentlich wieder zusammenfinden möchte. Der Sohn ist gestorben bei einem Autounfall und irgendwie ist da dran so die Ehe zerbrochen. Und jetzt versuchen die sich eigentlich so in diesem Ferienhaus, was sie von einem Freund bekommen haben oder halt ausgeliehen haben für eine bestimmte Zeit, irgendwie wieder zusammenzukommen, sich zusammenzufinden. Ja. Und aber irgendwie brechen da dann Leute ein und es wird irgendwie ganz, ganz unheimlich, sag ich jetzt mal, was geht da eigentlich vor, was wollen die? Sie fliehen dann in einen Weinkeller, also das ist jetzt nicht großartig gespoilert, also da passiert halt eine Menge irgendwie in diesem Haus. Und es klingt irgendwie erstmal spannend, weil man denkt so, okay, sind in einem fremden Haus und dann kommen da irgendwelche Leute und was ist da eigentlich los? Aber es ist so an den Haaren herbeigezogen und es ist wirklich, es kommt tatsächlich gar keine Spannung auf, weil sich das alles in diesem Haus und in der Umgebung aufhält. Ja. Und die eigentlich diese Eindringlinge quasi beobachten und andersherum, aber es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel, aber wirklich, es kommt keine Spannung auf. Und wie gesagt, es ist einfach, auch der ganze Plot ist einfach komplett an den Haaren herbeigezogen und einfach abstrus und irgendwie, man fragt sich die ganze Zeit, warum und wer macht sich da so viel Mühe? Also es ist einfach, hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Schade, aber ja, wie du schon gesagt hast, es gibt solche und solche, ne? Gerade in so einer, in so einem Genre, was so viele Titel einfach hat, da hat man halt manchmal auch Sachen, wo man von der Grundidee total überzeugt ist und dann mag man es irgendwie, dann doch nicht, sozusagen in dem Moment. Ja, das war doch sehr enttäuschend. Und ich habe noch ein zweites Buch mitgebracht aus einem anderen Genre, was ich natürlich sehr gerne mag, und zwar aus dem Bereich so Fantasy. Mhm. Und zwar habe ich, oder Jugendfantasy würde ich sagen, Dunkelsprung von Leonie Swann genommen. Ist schon echt lange, lange, lange her, dass ich das gelesen habe. Aber ich kann mich halt trotzdem noch so gut dran erinnern, weil ich das so abstrus fand. Also da geht's um irgendwie einen Flohbändiger und du fragst dich irgendwie, also irgendwie hat das gar keinen Zusammenhang. Du fragst dich die ganze Zeit, was lese ich da eigentlich? Also es war irgendwie total absurd. Ich glaube, du hattest das auch begonnen. Ich habe es abgebrochen. Also das, was du da gerade gesagt hast, kann ich so 100% unterschreiben. Also ich habe es eine ganze Weile durchgezogen und dachte dann irgendwie so, erstens, ich bin jetzt mit keinem der Figuren richtig warm geworden. Mhm. Dann finde ich es komplett wirr und ehrlich gesagt auch so. Total. Also fantastisch ist das eine, aber so, wenn man überhaupt nicht dann glauben kann, was da auf der Seite steht, weil das irgendwie so verrückt ist, das war auch nicht meins, tatsächlich. Also ich kam damit überhaupt nicht zurecht und es war leider in einer Leserunde und ich wollte da nicht abspringen, dementsprechend habe ich es durchgezogen, aber
ich habe mich wirklich gefragt bis zum Ende, was habe ich da gerade gelesen? Also ich kann dir wirklich nicht, ich kann dir auch jetzt nicht sagen, was mir dieses Buch irgendwie ja erzählen wollte. Also ja. Ja. Das ist verrückt. Naja. Ja. Ja. Das heißt, du hättest das auch tatsächlich für diese Aufgabe nehmen können. Hast aber was anderes genommen. Hätte ich, aber ich habe es ganz schnell aus meinen Gedanken verbannt. Ja, ich habe aber auch was aus dem Fantasy-Bereich, und zwar Der Monstromologe von Rick Yancey habe ich hier gewählt, weil das ist für mich auch ja ein Fantasy-Buch. Auch da war es für mich zu viel des Guten sozusagen. Also es war sehr viel passiert. Es schweifte dann auch so ein bisschen Richtung Horror, fand ich. Aber das war nur so gemetzelmäßig irgendwie. Also die Grundidee wieder ganz cool eigentlich. Auch eigentlich eine ganz gute Atmosphäre, die da geschaffen wurde. Es geht da um einen Jungen, der zum Waisen wird und der dann bei einem verrückten Professor quasi aufwächst, nämlich dem Monstromologen. Das ist der ehemalige Arbeitgeber seiner Eltern. Und dieser Monstromologe ist halt in dieser Welt dafür da, quasi Monster zu untersuchen, Experte dafür zu sein, die zu bekämpfen. Und an sich ist das ja irgendwie cool, so als Handlanger quasi, einen erfahrenen Monsterjäger, wenn man so möchte. Das ja, und das sah auch, ich finde auch die Cover mega cool, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Sah also echt gut aus, und ich dachte so, ja, vielleicht ist das ja auch vielleicht ein bisschen so in die lustige Richtung. Vielleicht habe ich auch einfach was Falsches erwartet. Ja, aber stattdessen, wie gesagt, kriegt man da ziemlich blutrünstige Schilderungen, also und auch sehr aufgebläht, muss ich sagen. Also ich habe den ersten Teil gehört und war so, oh ja, okay, da sind halt Monster mit einem Schiff bis nach Amerika gekommen, und Wunder über Wunder, sie haben alle aufgefressen, die irgendwie ihnen auf diesem Weg begegnet sind, so nach dem Motto. So wie sie es auch schon in ihrem Heimatland getan hätten. Also weiß ich nicht, fand ich irgendwie komisch tatsächlich. Okay, gut, dann streiche ich das von meiner Liste. Es war auf jeden Fall noch drauf. Ach echt? Aber das war dann, ja, weil ich auch noch andere Sachen von Rick Yancey gelesen habe, die ich gut fand. Ja, und, das stand nicht gut an sich, aber war nicht so meins. Okay. Aber es ist ja witzig, dass du eins hast, was quasi ich dir jetzt runterstreiche und ich alles genau auch. Ja, na gut, aber vielleicht ist genau für solche Dinge dieser Tag auch wichtig. Das stimmt wohl. Frage 2. Dieses Genre lese ich extrem selten, aber dieses Buch daraus habe ich geliebt. Ja, also bei mir sind es wieder zwei. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Und zwar einmal ein Sachbuch bzw. Ratgeber. Kommt ganz selten vor, dass ich da irgendwie in diesem Genre unterwegs bin, weil ich mich eigentlich in meiner Freizeit ja eher berieseln lassen möchte und mich gar nicht so irgendwie mit Ratgebern irgendwie befassen möchte. Großartig. Also wenn, dann eher was für die Arbeit, aber das zähle ich dann einfach nicht. Und zwar habe ich Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl gelesen. Und eigentlich habe ich das nur gelesen, in Anführungsstrichen nur gelesen, für eine Leserunde, die wir zusammen hatten. Mhm. Nämlich für Das Kind in mir wird achtsam morden. Ich wollte es einfach als Vorbereitung lesen. Und es hat mir so gut gefallen, weil es einfach ja psychologisch sehr, sehr tief ist oder auch einfach sehr viel erklärt. Und ich mag es ganz gerne, wenn man einfach da ein bisschen mehr einsteigt und auch Sachen erklärt bekommt, wieso, weshalb man sich wie verhält und was dieses innere Kind ist. Also, dass man quasi geprägt ist von seiner Kindheit, da man irgendwelche Glaubenssätze bekommen hat oder mit bestimmten Glaubenssätzen aufgewachsen ist und die geprägt wurden, und was das dann in deiner, ja, in deinem Erwachsenen-Dasein dann für dich bedeutet. Und wieso du in bestimmten Situationen jetzt wie reagierst aufgrund deines inneren Kindes quasi. Also ich fand das super spannend, ich fand es sehr bildlich. Es gibt ja auch Übungen in diesem Buch, also das war wirklich ganz, ganz toll. Und ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ist ein super Buch. Das habe ich von einer anderen Freundin auch schon vorher gehört, dass das extrem gut ist, um sich mal so ein bisschen mit sich selber, mit seinem Aufwachsen vielleicht auch zu beschäftigen und was einem da vielleicht auch immer noch, obwohl man das gar nicht so richtig bewusst wahrnimmt, sozusagen unterschwellig noch so ein bisschen quer sitzt vielleicht auch. Total, damit man daran dann vielleicht auch ein kleines bisschen arbeiten kann. Oder ich glaube, du hattest auch gesagt, als du mir davon früher schon mal erzählt hast, dass man dadurch auch andere Menschen teilweise besser verstehen und einordnen kann und vielleicht auch die eine oder andere Strategie entwickeln kann, wie man eben mit denen besser umgehen kann, als man es aktuell vielleicht tut. Auf jeden Fall, dass man einfach mitkriegt, okay, ich glaube, diese Person ist nur so empfindlich, weil bestimmte Sachen getriggert werden, und dass man dann manche Sachen vielleicht gar nicht so, dass man das nicht so persönlich nimmt auf jeden Fall, und dass man mit bestimmten Leuten oder bestimmten Verhaltensmustern dann besser umgehen kann. Ist auf jeden Fall toll, also kann ich nur empfehlen, und als Vorbereitung auf das andere Buch, was dann, ja, also nicht eine Parodie da drauf ist, das stimmt nicht, aber einfach so ein bisschen daran angelehnt ist und ja, ein Krimi auf witzig, kann ich beides empfehlen.
Ja, als zweites Buch, anderes Genre mal wieder, habe ich aus dem Jugendbuchbereich Am Ende sterben wir sowieso von Adam Silvera mir rausgesucht. Und zwar, ja, weil ich eigentlich ja Jugendbücher zwar lese, aber eigentlich nur im Fantasy-, Sci-Fi-Bereich und eigentlich überhaupt nicht in so einem normalen, vielleicht Liebesgenre oder normaler Jugendbuchbereich, also Unterhaltungsliteratur, ja, aus dem Jugendbuchgenre. Sagen, ne? Zum Beispiel, ja, genau. Das ist so eigentlich gar nicht meins. Also ist mir, glaube ich, normalerweise zu seicht vielleicht. Oder, aber das war jetzt bei diesem Buch gar nicht so. Ich fand es wirklich sehr, oder vielleicht habe ich es gerade gebraucht. Das kann natürlich auch sein, dass es gerade so eine Kerbe geschlagen hat, wo ich dachte, nee, ich brauche jetzt eigentlich mal was so Seichtes. Und es hat mir wirklich sehr gut gefallen, aber vielleicht, weil es auch so eine leichte Fantasy-Sci-Fi-Ebene hat. Es geht halt um die Todesboten oder Todesanrufe. Also in einer Welt, in unserer jetzigen Welt, gibt es irgendwann Anrufe von Todesboten, die dir sagen, du wirst innerhalb dieser nächsten 24 Stunden sterben. Mhm. Und das hat vielleicht nochmal diesen kleinen Twist für mich gehabt oder dieser Plot, diese Idee, dass es dann wieder ein bisschen mehr ins Fantasy-mäßige reingeht und da es in der Zukunft spielt, dann auch wieder Sci-Fi. Also das hat für mich ganz gut gepasst wieder, also dass das gar nicht so weit weg für mich war, obwohl es eigentlich nicht mein Genre ist. Und da entwickelt sich halt eine Freundschaft zwischen zweien, die quasi den Anruf am gleichen Tag bekommen haben und dann ihren letzten Freund finden. So, also die lernen sich dann dadurch kennen, dass sie beiden den Anruf bekommen haben und verbringen dann 24 Stunden, also naja, eventuell auch nicht ganz 24 Stunden, aber auf jeden Fall ihren letzten Tag miteinander. Ja. Und das ist auf jeden Fall sehr schön. Kann ich auch nur empfehlen. Ach, schön. Ich bin ja, dass auf die, deine zweite Frage quasi geschafft hat. Weil ich bin immer, irgendwann habe ich dir das mal empfohlen und das hat ewig gedauert, bis das auf Deutsch erschienen ist. Ja. Und jetzt hast du schon vor mir gelesen, verdammte Axt. Ich habe es mir, es gibt es gerade ganz, ganz toll auf eine neue Auflage davon und nicht mehr als Taschenbuch, sondern als Hardcover mit ganz, ganz schönen Farbschnitt. Also kann ich auch nur empfehlen. Denn da musste ich dann direkt zuschlagen. Und hatte mir vorher das Taschenbuch nicht gekauft. Und als ich das gesehen habe, musste ich es dann haben und habe es eigentlich direkt auch angefangen zu lesen. Ja, so kam es dann. Es überkam mich und ich dachte, ja, das nehme ich jetzt mir sofort vor. Was hast du für diese Frage vorbereitet? Ich habe auch ein Genre, was ich extrem selten lese, aber nicht, weil ich es nicht mag, sondern weil ich finde, es ist schon ein bisschen anstrengender. Man muss sich ein bisschen mehr konzentrieren sozusagen. Und dass ich bin halt auch so ein Escape-Reader, ne? Also am sagen sich wegträumen oder irgendwie, ne, wie du sagtest, berieselt werden. Und alles, was anstrengend ist, habe ich den ganzen Tag schon genug. Genau. Habe ich da auch ganz häufig keinen, ja auch für Sachbücher oder so, habe ich oftmals kein offenes Ohr oder keinen offenen Blick mehr irgendwie abends oder in meiner Freizeit allgemein. Und deswegen habe ich rausgesucht Die Ernte, Erzählungen von Amy Hempel. Ich weiß gerade gar nicht mehr, irgendjemand hat mal, oder ich habe es irgendwo gelesen, dass Amy Hempel so die Kurzgeschichten- und Erzählungen-Autorin ist aus den USA, dass das also in der Schule auch ganz häufig Pflichtlektüre ist und dass sie sehr, sehr gute Kurzgeschichten schreibt oder wie hier in diesem Fall Erzählungen sozusagen. Und irgendwann ist das mal in so einem richtig schönen, das ist auch schon jetzt Jahre her, richtig schönen kleinen Büchlein rausgekommen, so ihre bekanntesten Erzählungen sozusagen auf Deutsch. Und das hatte ich mir damals, ich glaube sogar, es war damals ein Rezensionsexemplar, bin ich der Meinung. Und da waren so ein paar Geschichten drin und ich muss wirklich sagen, ich fand jede irgendwie gut. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen, gerade wenn man so Kurzgeschichten irgendwie von einem Autor oder einer Autorin liest, wo dann so mehrere Sachen drin sind, ist es ganz häufig so, dass man bei der Hälfte irgendwie denkt, oh Gott, was ist das denn hier überhaupt? Und bei der anderen vielleicht denkt so, ja, war ganz nett und vielleicht so ein oder zwei stechen raus, wo du sagst, ja, richtig cool. Und die fand ich tatsächlich alle ziemlich gut. Geht viel um Beziehungen zwischenmenschlich und so weiter und so fort, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist, wie gesagt, jetzt schon ein bisschen was älter. Ich habe keine Ahnung, was von der seitdem wieder übersetzt wurde, habe ich mich nicht hintergeklemmt, aber das fand ich richtig, richtig toll. Und dann habe ich noch gelesen mal, ich bin dann mal weg von Harpe Kerkeling, wie, glaube ich, irgendwie halb Deutschland damals. Und das habe ich jetzt als Beispiel für eine Autobiografie genommen, was ja für mich auch in den Sachbuchbereich so ein bisschen fällt. Sonst ist es tatsächlich so, dass ich in den Genres, in denen ich wenig lese, das hat dann auch meistens den Grund, dass ich da halt die Sachen, die ich gelesen habe, meistens auch nicht so toll fand. Deswegen waren das jetzt die zwei Sachen, die mir so ins Gedächtnis gekommen sind. Aber das ist lustig, weil ich auch echt wenig Autobiografien lese. Aber von Harpe Kerkeling habe ich zum Beispiel Das Kind muss an die frische Luft gelesen. Der Junge muss an die frische Luft, genau. Was ich ganz lustig finde, dass wir beide quasi
von ihm eine Autobiografie gelesen haben, weil es für uns beide, glaube ich, untypisch ist, überhaupt in diesem Genre aktiv zu sein. Weißt du, ich bin dein Werk gar nicht gelesen. Nee, das habe ich nicht gelesen. Ich muss mir echt empfehlen. Also Der Junge muss an die frische Luft war auch gut, habe ich tatsächlich auch gehört. Fand ich aber gar nicht so toll, weil dieses Ich bin da mal weg, da pilgert er ja quasi den Jakobsweg und er ist eigentlich komplett untrainiert. Irgendwann denkt er, ich kriege hier gerade eine Rappel. Ich muss mal irgendwie auch wieder so ein bisschen zu mir und zu Gott vielleicht auch finden, weil er auch religiös aufgewachsen ist. Und ja, dann, er macht so ein ganz bisschen Vorbereitung, aber eigentlich geht er da total unbedarft dran. Und er erzählt halt mit einem super offenen Blick quasi von diesem Jakobsweg, von den Leuten, die da so drauf wandern, auch so ein paar skurrile Personen und so weiter. Und man hat so Bock, hinterher diesen Weg zu wandern. Das ist unfassbar. Hey. Das macht schon echt Spaß, finde ich. Na gut, vielleicht nehme ich mir das dann doch mal vor. Eines Tages. Frage Nummer 3. Ich liebe dieses Strickmuster, aber dieses Buch damit mochte ich überhaupt nicht. Was war es bei dir noch? Ich habe mich echt damit ein bisschen schwer getan, muss ich sagen. Ich musste da ein bisschen suchen, weil, ja, wie gesagt, ich mag die Strickmuster dann ja eigentlich ganz gerne. So. Und es muss also irgendwas sein, was komplett, ja, zwar darauf zurückgreift, aber es irgendwie ja aus dem Ruder läuft oder zu viel ist. Und da habe ich halt an zu viel gedacht und dachte ich, oh, das ist auf jeden Fall bei Das Fuchsmädchen von Maria Grund so. Aha. Das ist zu viel. Und zwar, es ist ein schwedischer Krimi. Das geht einfach um wieder Morde, die da passieren, um eine Mädchenleiche, die gefunden wird mit so einer Fuchsmaske auf. Also jetzt erstmal so der Grundplot. Ja. Ist auch eigentlich total in Ordnung. Geht vielleicht auch hinterher wieder vielleicht um irgendwie religiöse, irgendwie sektenmäßige Morde. Also das stellt sich dann irgendwie heraus und es ist halt einfach düster. Das soll es ja auch sein. Deswegen mag ich ja Schweden-Krimis total gerne. Ja. Aber das war eindeutig zu düster, weil man hätte denken können, wenn man diesen Krimi liest, die Leute in Schweden, müssen alle komplett durch sein. Also die Ermittler waren mir, oder die beiden Ermittlerinnen, ist ein Ermittlerduo. Die eine ist komplett durch, also ist irgendwie psychisch, hat die kompletten Schaden. Die andere ist irgendwie auch komplett überfordert, hat eine Schwester, die irgendwie die psychisch Probleme hat und bei ihr wohnt. Also irgendwie haben die alle aber Probleme ohne Ende, also so ein riesengroßes Päckchen zu tragen. Ich fand die beiden super anstrengend und nervig. Es war einfach auch super unrealistisch, dass alle, also wie können die bei der Polizei arbeiten? Vor allem die eine wurde irgendwie aus dem Dienst entlassen, kommt aber jetzt wieder zurück aufgrund dieses Falls, weil sie irgendwie dann doch so gut ist. Und ich dachte, nee, die ist nicht gut. Die ist einfach komplett hinüber, die Frau. Also es war einfach sehr, sehr anstrengend, das zu hören. Und ich glaube, es zeichnete ein Bild, was einfach zu negativ ist. Ja. Und man hatte gar keinen Charakter, den man gerne mochte. Die waren alle total unsympathisch. Man konnte auch nicht mit denen irgendwie leiden, dass man irgendwie Empathie für die empfindet, also für die beiden Ermittlerinnen. Es hat irgendwie nicht gepasst. Und deswegen grundsätzlich, ja, Schweden-Krimis, düster, alles super, aber das war, und es war auch komplett, es war auch zu viel. Also da passiert noch dieses, jenes, welches, also nee, das war nicht schön, war nicht gut. Ja. Und da ich mich ja wieder nicht entscheiden konnte, habe ich auch noch ein zweites Buch. Und zwar Rabbits, dein Spiel, dein Risiko von Terry Miles. Ja. Und das ist aber das Hörspiel angeblich dazu. Mhm. Ich finde, also es gibt einmal ein Buch und ein Hörspiel. Und das Hörspiel ist wohl das Prequel, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen habe ich das Hörspiel zuerst gehört. Und ich werde aber auch das Hörbuch dazu nicht mehr hören. Ja. Weil mir das Prequel schon überhaupt nicht gefallen hat. Und es soll, wie gesagt, ein Hörspiel sein. Also die paar Male, wo irgendwie mit wechselnden Sprechern gesprochen wurde, das konnte man an einer Hand abzählen gefühlt. Und dadurch war es halt auch so super langweilig, weil eigentlich finde ich das total toll. Es geht um Berichte und es ist so ein bisschen wie ein Podcast aufgebaut. Es gibt Berichte und Interviews und das ist das Strickmuster, was ich gerne mag. Also wenn man sich das so selber zusammenbaut oder wenn es hier hört man mal ein Interview, da hört man mal oder liest man irgendwie nochmal eine Schlagzeile in der Zeitung oder so. Das finde ich total toll, wenn es so ein Mix ist. Das kam nur leider überhaupt nicht rüber. Also es kam gar keine Spannung. Es war dadurch, dass es einfach doch die meiste Zeit von ein und derselben Sprecherin gesprochen wurde. Für mich halt auch kein Hörspiel, was ich aber grundsätzlich auch gerne mag. Ja. Ich habe halt was ganz anderes erwartet und es hat einfach mich auf voller Länge eigentlich enttäuscht. Deswegen werde ich auch nicht das normale Hörbuch hören, weil das passt einfach nicht. Also ja, kann ich total nachvollziehen. Ich habe das auch gehört, ich habe beide gehört, waren auch beides Rezensionsexemplare. Da fühlte ich mich auch in Anführungsstrichen so ein bisschen verpflichtet, tatsächlich mir ein vollständiges Bild zu machen. Ja.
Und ich muss auch sagen, ich fand viele Sachen auch einfach voll an den Haaren herbeigezogen. Also es ist schon so ein bisschen wie so ein Escape Room im Sinne von, dass man so Puzzleteile zusammensetzen muss und quasi so eine Art Online-Spiel mitspielt, aber auch in der realen Welt teilweise abspielt und man muss halt auf so Hinweise achten und so und die halt zusammensetzen und keiner kann einem so richtig sagen, ist man jetzt auf der richtigen Spur oder nicht. Mhm. Und irgendwie die Personen, die dort agiert haben, die haben sich auch nie verzettelt oder so. Ja, das habe ich auch nie verstanden. Sie waren immer auf der richtigen Fährte und Spur und keine Ahnung. Und aber dabei war es teilweise so extrem weit hergeholt. Ja, genau. Und ich dachte, hä? Ja, also es war teilweise echt an den Haaren herbeigezogen, wie sie jetzt von A nach B gekommen sind. Oder eventuell sogar nach E. Und dann gab es noch so ein paar Szenen, wo auch wirklich, wo Leute vor den Augen von anderen gestorben sind und dann waren sie aber doch irgendwie gar nicht tot und solche Sachen. Und sowas hasse ich wie die Pest. Wenn du doch schon weißt, man, das musst du doch in irgendeiner Form mitkriegen, ob das jetzt ein richtiger Tod ist oder ob das gefaked ist in irgendeiner Form. Also völlig gaga teilweise. Ja, also auf jeden Fall definitiv enttäuschend. Also ja, leider können wir beide nicht empfehlen. Nein, nein. Bestimmt. Ja, was hast du denn mitgebracht für ein Buch? Oh, ich habe echt lange überlegt und habe mich schlussendlich auf ein Buch festgelegt, was ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das dieses Jahr oder letztes Jahr gelesen habe. Ich bin der Meinung, letztes Jahr, und da war es auch ein Flop von mir. Mhm. Und zwar Die Villa am Rande der Zeit von Goran Petrovic. Das ist ein Buch, wo es grundsätzlich darum geht, dass um die Liebe zu Büchern geht, sagen wir es mal so. Das ist für mich ein Strickmuster an sich, was ich total gerne lese, weil, ne, wer liest nicht gerne die eine oder andere Referenz darauf in den Büchern, dass andere Leute auch gerne Bücher mögen. Aber also es war wirklich ins Extreme getrieben. Da ging es um einen Typen, der die Fähigkeit entwickelt hat, wenn er in Bücher reinschreibt sozusagen, dass er Bücher verändern kann oder dass er quasi in die Bücher reist und dort alles natürlich erschaffen kann, was er möchte, weil es ja formbar ist, ja Fantasie, wenn man so möchte. Und er lernt dort aber eine Frau kennen, die es aber auch im wirklichen Leben gibt und die das gleich kann. Im wahren Leben kommen sie aber nie so richtig zusammen, weil die einfach zu dumm sind, miteinander zu sprechen. Mehr kann ich dazu sagen. Also sie kommunizieren in diesen Büchern, dann wird irgendwie noch seitenlang beschrieben, welche Häuser sie da jetzt hingestellt haben, wer jetzt in dem Haus irgendwie drin wohnt. Später wird noch in Büchern getötet quasi. Also es ist irgendwie, und es hatte im wahren Leben gar keinen richtigen Plot, weil er verkauft irgendwie, also er ist eigentlich auch vermögend, als sein Vater stirbt und er steckt so viel quasi in schöne Dinge, die er sich dann angucken kann, beschreiben kann in diesen Büchern, damit die auch in diesen Büchern fortleben. Und dann macht er sich noch halb bankrott. Also das fand ich alles irgendwie mega, mega merkwürdig und es hat auch überhaupt nicht zum Klappentext irgendwie gepasst. Dementsprechend war ich da sehr, sehr enttäuscht davon und da hat mir tatsächlich diese Buchliebe jetzt nichts gegeben. Aber das kann ich total nachvollziehen, wenn vor allem, wenn der Klappentext nicht zum Inhalt passt. Also das finde ich immer sowieso ein bisschen anstrengend, weil also entweder du hast einen Klappentext, der dich total spoilert, das mag ich übrigens auch nicht, was klar ist. Ja. Deswegen lese ich mir auch, wenn ich mich für ein Buch entscheide, nicht kurz vorher noch mit dem Klappentext, weil ich lese mir ihn durch, wenn ich mir das Buch gekauft habe. Ja, dann weiß man grob, worum es ging, ne? Genau, aber ich lese mir das nicht kurz vorher nochmal durch, weil entweder es hat mich jetzt gespoilert oder es schürt irgendwie Erwartungen, die dahinter eventuell nicht erfüllt werden. Und deswegen lasse ich das mittlerweile. Das stimmt. Frage Nummer 4. Ich mag dieses eine Strickmuster gar nicht, aber dieses Buch, damit habe ich geliebt. Ah, geliebt. Also ich glaube, mit der Frage habe ich mich am allerschwersten getan, da überhaupt ein Buch zu finden, weil, also wenn ich schon ein Strickmuster nicht mag, dann lese ich das auch halt eigentlich nicht. Klar, das kann man natürlich immer nicht voraussehen, ob das passiert, also ob irgendwie was Bestimmtes in diesem Buch passiert, was ich einfach nicht mag. Ja. Und dann habe ich überlegt, okay, was mag ich nicht? Ich mag eigentlich keine Dreiecksbeziehungen. Und dann habe ich überlegt, aber welche habe ich gelesen, welche Bücher, wo eventuell eine Dreiecksbeziehung drin vorkam, wo ich es nicht schlimm fand oder wo es irgendwie okay war oder wo man auch verstehen konnte, warum gibt es die denn eigentlich? Und ich bin der Meinung, es ist ein ganz bisschen so bei der Ophelia Scale-Reihe von Lena Kiefer, wobei das auch schon wieder eventuell ein bisschen spoilert, deswegen sage ich da gar nicht so viel. Mhm. Aber die Ophelia hat quasi ein Ziel, sie möchte sich als Agentin quasi bewerben oder geht so ein Testverfahren durch, um quasi die Königsfamilie mehr oder weniger zu schützen oder da eine gute Agentin zu werden. Wobei das eigentlich irgendwie gefühlt ihre Feinde sind. Also sie schleust sich da ein,
und will richtig, richtig gut werden, obwohl eigentlich sind das ihre Feinde und sie ist dann quasi so eine Doppelagentin, hätte ich jetzt fast gesagt. Mhm. Und eigentlich hat sie ganz andere Ziele und im Endeffekt, ja, kann es sein, dass sie sich dann da vielleicht in denjenigen verliebt, den sie eigentlich nicht gut findet von Anfang an. Also das ist auch vielleicht etwas, was aus so einem Strickmuster, was ich eigentlich auch nicht so toll finde, immer dieses Bad Boy-Image, obwohl der eigentlich ja gar kein Bad Boy ist, aber ne, also dieses vielleicht auch so Romy und Julia-Ding vielleicht, das ist auch so etwas, ja, was auch schief gehen kann. Also das ist ein Strickmuster, was ich nicht so toll finde. Und wie gesagt, da gibt es eventuell im Laufe der Reihe, also jetzt auch nicht unbedingt im ersten Band so akut, aber vielleicht eher so ab dem zweiten, eine Dreiecksbeziehung, die ganz interessant wird und die man aber auch nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, wenn man den ersten Band nicht gelesen hat, dann möchte ich da jetzt auch nicht zu viel spoilern. Aber das ist auf jeden Fall etwas, wo ich sagte, okay, das kann ich nachvollziehen. Da finde ich eine Dreiecksbeziehung, wenn es denn so eine gibt, logisch und musste auch so kommen, das sage ich jetzt mal. Und ich verstehe auch, warum da dann so eine emotionale Zerrissenheit zum Beispiel auch da ist. Das kann ich dann komplett nachvollziehen. Eben, wenn du irgendwie zwischen zwei Stühlen bist und sagst, aber eigentlich hatte ich eine ganz andere Wertvorstellung. Ja. Und dann merke ich, es ist irgendwie hier doch ganz anders, als ich gedacht habe. Mhm. Und dass du dann eben zwischen zwei Stühlen stehst. Das konnte ich dann irgendwie total nachvollziehen, weil du einfach mit ganz anderen Vorstellungen an eine Sache rangegangen bist. Ja. Wie gesagt, ohne zu spoilern. Ja. Ja, deswegen, das fand ich gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist total witzig. Ich bin genauso rangegangen und genau diese bei mir auch reingekommen. Bei mir geht es auch um eine Dreiecksbeziehung. Und zwar Legend von Mary Lou fand ich sehr gut, was das anging. Es ist ja eine Jugend-Sci-Fi-Dystopie sozusagen. Und da geht es eben darum, dass, ich glaube, in L.A. sind die unterwegs, dass da so zwei Jugendliche eben aufwachsen, die eigentlich auch so ein bisschen zu verfeindeten Lagern gehören, also auch so ein bisschen Romeo und Julia, wenn man so möchte. Mhm. Und es herrscht irgendeine Seuche. Und das ist sozusagen die Hintergrundgeschichte, wenn man so möchte. Und es ist dann so, dass angeblich er ihren Bruder erschießt. Und ob das so wirklich so ist, ich glaube, sie hat da von Anfang an auch Zweifel dran. Das wurde eventuell einfach nur so gedeichselt, weil er halt so ein Rebell ist, der halt verschiedene Guerilla-Aktionen quasi durchführt, was eben die aktuelle Regierung gerade nicht so geil findet. Und sie ist halt so ein bisschen so das Wunderkind der Nation, ist super, super gut in allem, was sie anfasst sozusagen, von schulischen Leistungen über irgendwie sportliche Sachen, Kampferfahrung und so weiter und so fort. Ja, und sie ist eigentlich, ne, sie denkt so, sie ist schon so auf ihrem Gleis geparkt und sieht ihre Zukunft irgendwie so auch so vor sich, hat wie gesagt auch einen, ja, ist ein Freund oder ein, ich glaube, es ist noch, zu Anfang ist das eher so ein Verehrer, sage ich jetzt mal. Ich sag mal, der gute, brave und wie auch immer, der aber eher so regierungstreu ist und dann eben dieser Rebell, der da noch mit reinkommt und aber auch gar nicht so, der ist überhaupt gar kein Bad Boy, muss man sagen, dazu. Also der ist einfach nur nett und ja, dann kann sie sich tatsächlich schwer entscheiden und es hat mir an einigen Stellen richtig das Herz gebrochen, wie sie sich dann entschieden hat und vor allen Dingen fand ich das auch sehr gut erzählt. Also die Charaktere waren nicht so flach. Das war nicht so ein, ja, der eine sieht heiß aus und der andere, keine Ahnung was, ist der Bad Boy oder so. Sondern das war tatsächlich auch, es hatte Hand und Fuß und man konnte sich so richtig vorstellen, wie blöd das auch ist, wenn du irgendwie glaubst, dass du jemanden gut findest oder vielleicht sogar liebst und dann kommt wer anders und der passt irgendwie viel besser zu dir. Und das finde ich einfach auch gut gemacht, muss ich sagen. Ja, das stimmt total. Und ich finde es gerade mega lustig, weil ich die Parallelen gerade zwischen Ophelia's Gale und Legend See. Und das ist jetzt gerade in unserem Gespräch auch das mit dem ermordeten Bruder. Mhm. Ich weiß nicht, wer da von wem geklaut hat, aber tatsächlich ist es mir so noch gar nicht aufgefallen. Aber die sind sich doch ziemlich ähnlich, jetzt wo wir es gerade gesagt haben. Mary Lou war zuerst, bestimmt. Wahrscheinlich, ja, na klar. Aber es ist trotzdem, also vom Setting tatsächlich relativ ähnlich und auch dieses, ja, auch den, in den sie sich dann verliebt, ist im Endeffekt auch kein Bad Boy, also jetzt bei Ophelia. Und ich habe ja Legend damals auch gelesen, ist halt jetzt schon ein bisschen her, ne? Aber ich hatte es jetzt gar nicht so auf dem Zettel, dass sich das dann doch so ähnelt. Also, wenn dir das gefallen hat, dann lies auf jeden Fall auch Ophelias Gale, weil das ist ja gerade faszinierend. Also, ich finde es eigentlich gerade faszinierend, wie das zusammenpasst irgendwie. Ja, spannend. Das ist ganz, ganz eingeplant. Ich habe schon von so vielen gehört, dass es eine tolle Reihe ist. Ja. Dann wollen wir mal gucken, was wir bei Frage Nummer 5 haben. Und zwar lautet die, ich liebe diesen Autor oder diese Autorin, aber dieses Buch mochte ich gar nicht. Jetzt bin ich gespannt. Ja, da muss ich nämlich jetzt differenzieren, weil gar nicht stimmt nicht. Sondern es ist eher, ich fand es, also es hat meinen Erwartungen nicht entsprochen.
Und zwar ist es Nights, ein gnadenloses Schicksal von Lena Kiefer, schon wieder Lena Kiefer. Wie gesagt, ich mag sie sehr, sehr gerne. Ich mochte die Ophelia-Reihe halt total gerne. Und ich mochte auch das erste, also den ersten Band dieser Reihe, nämlich also den Nights 1. Und es endete mit so einem richtig krassen Cliffhanger, wo ich dachte, wow, da muss ich jetzt aber auch anschließen. Und irgendwie passierte das nicht. Es war vielleicht am Anfang dann noch so halbwegs spannend und es sackte dann komplett in sich zusammen. Also ich fand, dieses Buch hatte in der Mitte, aber ja, also so eine lange Durchstrecke, dass da einfach nicht, ich dachte, okay, irgendwie müssen sie doch jetzt mal vorankommen, da muss doch was passieren. Also wie gesagt, auch wieder keine Spoiler, weil es einfach ein Mittelband ist und ich glaube, das ist das Problem. Es ist ein typischer Mittelband einer Reihe und ich hatte das Gefühl, das tut der Reihe nicht gut, dass es dieses Mittelband gibt. Ich habe jetzt große Hoffnung, dass der dritte Band dann wieder besser wird. Aber für mich war das auch wieder so dieses, ja, da war nämlich das Strickmuster drin, was ich nämlich nicht mag, nämlich eine Dreiecksbeziehung. Naja, nicht nur Dreiecksbeziehung, sondern auch so verbotene Liebe und ach, ich darf dich ja nicht. Und also es ging ganz, ganz viel um dieses, wir drehen uns gerade im Kreis. Es darf eigentlich alles nicht sein, aber es muss ja und wir müssen ja vorankommen. Aber ach, eigentlich darf ich ja doch nicht. Also es hatte so viele Wiederholungen und ich dachte, irgendwie müsst ihr doch, ihr tretet gerade auf der Stelle, es muss doch mal vorangehen und irgendwie muss es doch hier mal spannend werden. Und das passierte dann höchstens wieder ganz, ganz zum Schluss, sodass es natürlich dann wieder einen Cliffhanger gibt für den dritten Band. Na klar. Aber eigentlich hatte ich das Gefühl, hätte man sich auch sparen können, so nach dem Motto, ne? Man hätte sich das auch irgendwie sparen können. Also ich war teilweise sehr enttäuscht und es hat sich gezogen und ich fand es sehr schade, weil ich grundsätzlich ja Lena Kiefer total super finde, wie sie schreibt. Und es war auch gut geschrieben, so ist es nicht, aber es passierte halt nicht viel. Kann ich total nachvollziehen. Immer am schlimmsten, wenn der Mittelband so absackt irgendwie. Man startet super gut und dann denkt man sich so im Mittelteil, ja, okay, hoffentlich kommen wir bald mal zu Band 3. Und hoffentlich liefert der dann auch, ne? Also wenn nicht, dann bin ich sehr enttäuscht. Das glaube ich, ne? Ja, was war es bei dir? Also ich habe mir rausgesucht, wobei ich da auch relativieren muss, weil ich das Buch zwar wirklich gar nicht, aber den Autor liebe ich jetzt auch nicht unbedingt. Okay. Und zwar George R. R. Martin hat mal Die Flamme erlischt, habe ich von ihm mal angefangen zu lesen. Ich habe auch tatsächlich die gesamte bisher erschienene Game of Thrones Reihe auf Deutsch als Hörbücher gehört. Das hat mich ein ganzes Jahr lang immer mal wieder begleitet, diese verschiedenen Bände. Es ist ja unglaublich umfangreich und es hat super viel Spaß gemacht. Ich hatte total Freude daran, auch immer wieder diese wechselnden Perspektiven zu haben und diese wahnsinnig große, epische Fantasy-Welt zu entdecken. Also das hat mir echt gut gefallen, die Reihe. Und dann habe ich Die Flamme erlischt angefangen zu hören und ich dachte so, boah, krass, das ist quasi das, ich sag mal, Game of Thrones mal 5. Zumindest irgendwie diese ganze Geschichte, glaube ich, rund um Dany, wo es dann eben darum geht, dass Frauen halt bei den Dothraki, war das ja damals irgendwie so auch so, da hat sie ja eigentlich nicht so viel gegolten, sondern erst als ihr Macker da gestorben ist und sie da quasi die Anführerin wurde, galt sie was. Und eigentlich sind die ja vom Volk her, von ihrer Kultur her ziemlich so eingestellt, so Frauen gelten gar nichts und Männer sind irgendwie hier die Helden vom Erdbeerfeld. Und genauso war es bei Die Flamme erlischt. Also da geht es irgendwie um eine Frau, die sich an ihren Ex-Freund wendet, weil ihr aktueller Ehemann sie komplett unterbuttert. Ist halt eine totale toxische Beziehung und der Ex-Freund geht irgendwie darauf ein, fliegt zu ihrem Planeten, weil das ist tatsächlich Sci-Fi, und raubt sie quasi. Und der aktuelle Ehemann ist aber super mächtig und dann geht so ein Schwanzvergleich los. Sorry, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf hier. Piepen wir. So ein Gerangel los, möchte ich mal sagen, wer sie jetzt haben darf. Und sie ist halt total passiv dabei die ganze Zeit. Also super. Sie hat so eine Persönlichkeit wie so ein Toastbrot irgendwie. Und das fand ich einfach richtig, richtig schlimm. Also es wurde auch tatsächlich so, wie es beschrieben wurde, ich glaube, das ist so seine Männerfantasie, ohne Witz. So nach dem Motto, hier, ich habe eine Frau, die ist jetzt meine Sklavin, so nach dem Motto, weil ich habe sie ja gerettet, ich bin ja der große Held, ich habe ja mein Leben aufs Spiel gesetzt für sie und so. Also ich habe das irgendwann abgebrochen, weil es war auch ein ellenlanges Hörbuch, was ich damals hatte. Vielleicht das erste Drittel oder so gehört und dachte dann so, erstmal, wer ist denn so dämlich, wenn er mit der gar nicht mehr zusammen ist und eigentlich auch ja sehr gespaltene Gefühle mit ihr verbindet, dahin zu fliegen und sich überreden zu lassen zu so einem Quatsch. Und er hat auch ehrlich gesagt nicht lange standgehalten. Also er hat es einfach gemacht eigentlich. Und ich weiß nicht, das war für mich alles völlig... Okay. War nicht so meins, sagen wir es mal. Sagen wir es mal nett. Also das war irgendwie ein kleiner Griff ins Klo.
Nee, aber das kann ich total nachvollziehen. Also gerade wenn Frauenbilder so, so dargestellt werden, ja, das macht mich dann auch schon ein bisschen ärgerlich. Ne? Also dann sitze ich da und denke, also ist das das, was der Autor jetzt gerade verkörpern möchte? Also ist das, was er denkt? Oder ist das gerade, gehört das zu dieser Welt? Also ist das jetzt gerade einfach Fiction so, oder? Das war so verherrlicht irgendwie. Oder ich habe es so wahrgenommen, dass es so, ich glaube, er fand das selber so toll, als er das geschrieben hat. Also wirklich, als hätte er für sich selber sozusagen, ne, diese Männerfantasie runtergeschrieben. So wirkte das auf mich. Ja. Und dann habe ich mir nachgedacht und ich habe dann gedacht, naja, also so ein bisschen ist es, wie gesagt, mit der Inneres ja auch so, ne, dass sie da irgendwie, also die wandelt sich ja noch und wird nochmal anders. Mhm. Aber ich habe es jetzt dann auch nicht zu Ende gelesen. Vielleicht kommt da ja noch was, aber... Ich kann das nicht aushalten. Ja. Das war so ein bisschen, war mir zu viel. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, ich habe noch ein zweites Buch sogar rausgesucht. Und zwar habe ich mal Die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger total geliebt und mag das Buch auch immer noch sehr, sehr gerne. Und ich dachte dann so, naja, ich habe ja jetzt die Zauberwaffe entdeckt, dass man sozusagen vom gleichen Autor nochmal andere Bücher lesen kann und dass die dann vielleicht auch super gut sind. Ja. Und dann habe ich zu Die Zwillinge von Highgate gegriffen von ihr und muss sagen, also ich habe es noch im Regal stehen. Es ist jetzt auch schon, ich würde vermuten, über 10, 12 Jahre her, dass ich es gelesen habe, weil ich wirklich gedacht habe, ich glaube, ich bin zu blöd oder noch zu jung dafür, als ich das erste Mal gelesen habe. Ja, okay. Damals habe ich das so gedacht. Da geht es nämlich um um Zwillinge, die ich weiß gar nicht, ob die beide spiegelverkehrte Organe haben oder nur eine von beiden. Also es ist quasi so, nur eine von beiden. Also es sind eineiige Zwillinge, aber die eine hat quasi spiegelverkehrt die Organe und so weiter und auch die Gesichts- und keine Ahnung was Form, wenn man so möchte. Aha, okay. Und das ist irgendwie so ein seltenes medizinisches Phänomen, was, glaube ich, irgendwie vererbbar ist und so. Und dann ist es so, dass ihre Mutter stirbt und sie zu der Tante nach London ziehen. Sie sind aber beide schon so im Studienalter, also so Anfang 20, würde ich mal sagen, und werden quasi von der Tante unter die Fittiche genommen. Und die eine bietet dann irgendwann so oder wird angestellt als Führerin über den Highgate Cemetery, also über den Friedhof da quasi. Das ist ja einer der größten Friedhöfe in Europa irgendwie, wo auch ganz viele berühmte Menschen begraben sind und so. Und dann lernen die halt auch jeder für sich so Männer kennen quasi und verlieben sich vielleicht auch das erste Mal. Und es geht so ein bisschen ums Erwachsenwerden, ums vielleicht auch sich voneinander lösen. Denn gerade wenn du eine Zwillinge bist, ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du halt normale Schwestern beispielsweise bist. Ja, denke ich auch. Und ich fand, es hörte sich so gut an. Und ich kann es auch nicht mehr genau sagen, weil es schon so lange her ist, was mich daran genau gestört hat. Aber es war, glaube ich, hatte dann noch so einen fantastischen Einschlag. Wie nennt man denn das? So einen magischen Realismus quasi. Und ich war irgendwann raus. Ich fand es irgendwie mega langweilig, weil auch nicht richtig was passiert ist in dem Sinne. Und es auch gar keinen richtigen Konflikt oder so gab. Also das war irgendwie, ich fand es voll komisch. Leider Gottes. Ich hätte es so gerne gemacht. Okay. Aber ich finde das mit den Zwillingen eigentlich total interessant. Ja. Also das ist etwas, was es wirklich gibt, dieses mit diesem gespiegelten Organ. Also das jetzt nicht von ihm, von der Autorin irgendwie erfunden, sondern das gibt es wirklich. Und ja, das gibt es wirklich. Und dann sitzt dein Herz quasi an der anderen Seite und solche Späße. Ach, das ist spannend. Ja. Okay. Ja, das gibt es wirklich, aber ich weiß nicht, ob das nicht ich glaube, das ist nicht auf Zwillinge beschränkt. Das kannst du, glaube ich, so oder so haben. Ach so. Ah. Also, wie gesagt, ich fand, es hörte sich super toll an und in der Umsetzung hat es für mich dann, hat sich gezogen. Aber ich möchte es irgendwann nochmal lesen, um nochmal zu gucken, wie gesagt, ne, jetzt, wenn man ein bisschen älter ist und so weiter, ob man das dann irgendwie nochmal anders wahrnimmt und vielleicht dann besser findet. Und wenn man es dann wirklich nicht mehr besser findet, dann kommt es auch irgendwann mal weg. Ja, ich glaube, so rum kann man es machen. Also, wenn einem irgendwie ein Buch mal nicht gefallen hat und man sagt, ja, ich habe das Gefühl, ja, vielleicht war ich nicht reif dafür, so. Aber es gibt ganz viele Bücher, die ich nicht nochmal lesen wollen würde, obwohl sie mir gefallen haben, weil ich Angst habe, dass sie mir dann nämlich nicht mehr gefallen, weil ich das vielleicht in der Jugend gelesen habe, wo es irgendwie gepasst hat, wo man sich dann total in dieses Buch verliebt hat. Und wenn man es jetzt quasi mit einem erwachsenen Auge nochmal lesen würde, dass man sagt, oh Gott, was habe ich denn da gelesen? Oder warum mochte ich das denn so gerne? Aber ich möchte es ganz gerne in Erinnerung behalten, dass ich es gerne mochte. Und ich würde es dann aber wahrscheinlich niemanden in meinem Alter jetzt empfehlen, sondern dann wahrscheinlich dann sagen, ich glaube, das ist eher was für Jugendliche zum Beispiel. Aber das sind ganz viele Bücher, wo ich denke, ach, irgendwie mochte ich das damals total gerne. Aber ich glaube, geht einem ja auch mit Filmen teilweise so, dass man sagt, okay, den Film fand ich früher total toll. Wenn man sich den heute nochmal anguckt, denkt man, oh Gott, also was habe ich denn damals geguckt und was fand ich eigentlich an diesem Film so toll? Ja.
deswegen, ich glaube, andersrum geht es eher, dass man sagt, man guckt sich nochmal was an oder liest nochmal etwas, was man vielleicht nicht so gerne mochte oder keine Verbindung dazu hatte und guckt, ob es dann vielleicht ja jetzt besser passt. Ja, kann ich total nachvollziehen, dass man einfach auch einen anderen Erfahrungsgrad vielleicht auch hat. Ich sag mal, wenn ich jetzt die ersten 5 Thriller, die ich gelesen habe, mit den letzten 5 vergleiche, ja, dann habe ich natürlich schon so viele zwischendurch gelesen, dass ich ein ganz anderes Bild davon habe oder vielleicht auch schon eher weiß, wer der Mörder ist oder solche Dinge auf jeden Fall. Also kann ich total nachvollziehen. Mich treibt es tatsächlich immer mal wieder zu solchen Sachen, die ich wirklich schon vor ewigen Zeiten gelesen habe und ich weiß noch ganz vage, dass ich es gut fand, aber ich weiß überhaupt nichts mehr vom Plot oder was genau oder wie auch immer und es zieht mich schon so ein bisschen zu denen. Also ich habe noch so ein paar im Regal stehen, die möchte ich unbedingt nochmal wieder lesen. Zum Beispiel habe ich in meiner Abi-Zeit Schnee, der auf Zedern fällt, gelesen von einem japanischen Autor. Ich habe gerade den Namen vergessen. Steht noch bei mir im Regal, weil ich weiß noch, ich war wahnsinnig beeindruckt von der Schreibweise, die mich total gepackt hat. Und obwohl das eher so ein, eigentlich, wenn man so möchte, ein zähes Thema ist, nämlich geht es um den Zweiten Weltkrieg und um Japaner in Amerika und das ja dann zu dem Zeitpunkt nicht gut gesehen wurde, weil sie Pearl Harbor angegriffen haben, sozusagen. Die können da ja aber nichts für, weil sie sind ja eigentlich Amerikaner und da ging es so ein bisschen um diese quasi Fremdenfeindlichkeit im eigenen Land aufgrund dieser Tatsache und da ist ja irgendwie so ein Typ, der so ein bisschen eigenbrötlerisch im Versteckt lebt oder auf dem Land lebt, sage ich jetzt mal, und der hat halt irgendwie da auch so Zedern und keine Ahnung. Daher kommt das mit dem Titel und das, ich weiß noch, ich fand das super beeindruckend und würde das voll gerne nochmal wieder lesen. Ich komme nur halt zeitlich momentan überhaupt gar nicht dazu. Ja, einfach behalten und nochmal schauen. Ob das finde ich spannend, auf jeden Fall. Ja, absolut. Ja. Frage Nummer 6. In der Vergangenheit mochte ich ein Buch von diesem Autor oder dieser Autorin nicht, aber dieses Buch habe ich geliebt. Das war auch wieder so eine schwere Frage, weil wenn ich ein Buch von einem Autoren in der Vergangenheit nicht mochte, greife ich ganz, ganz selten nochmal zu diesem Autoren, weil ich dann einfach das Gefühl habe, dieser Schreibstil passt nicht zu mir. Und es gibt ja so viele Autorinnen, dass ich sage, ja, dann greife ich lieber zu irgendjemand anderes so. Und deswegen musste ich jetzt echt überlegen. Also ich meine, ich hätte jetzt auch Sebastian Fitzek sagen können, weil ich da auch immer wieder und wieder zu greife, weil ich immer wieder hoffe, dass der an die Therapie damals anknüpfen kann. Aber vielleicht glorifiziere ich das auch wieder so. Das kann natürlich auch sein, weil ich das damals so toll fand. Und vielleicht, wenn ich es jetzt nochmal lesen würde, die Therapie, würde es mir gar nicht mehr so gefallen. Ich habe mich aber doch nicht für Sebastian Fitzek entschieden, weil ja, es ging ja um die Vergangenheit und es ist ja eigentlich genau andersherum. Also ich mochte Bücher von ihm in der Vergangenheit und jetzt welche nicht, also es ist genau andersherum. Ich habe mich jetzt für Die Verlorenen von Simon Beckett entschieden und zwar, weil ich es deutlich besser fand als Der Hof. Also das Buch, was er davor geschrieben hat, war Der Hof und das war fürchterlich. Also das war wirklich eins der schlimmsten Thriller, also langatmig, konfus, also ich fand es wirklich gar nicht gut. Ich habe es auch nicht verstanden, dass das der gleiche Autor sein sollte wie von Die Chemie des Todes, also die Reihe. Ja. Die habe ich ja geliebt, total, also die war wirklich super toll und ich war einfach nur enttäuscht von Der Hof. Ich glaube, es ging ganz, ganz vielen Leuten so. Also da fragte man sich wirklich, ist das wirklich der gleiche Autor? Das kann nicht sein. Ja. Also es wirkte aus, als würde es von einer ganz, ganz anderen Feder stammen. Ich habe einfach diesem Autor nochmal eine Chance geben wollen und habe dann Die Verlorenen, die ist, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen, gelesen. Es soll auch eine Thriller-Reihe werden. Das war wohl Auftaktband. Und das fand ich wieder gut. Also es war jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, deswegen finde ich, habe ich geliebt in der Frage oder in der Aussage finde ich wieder zu krass, weil geliebt habe ich es nicht. Ja. Aber es war wieder deutlich besser als Der Hof. Also ich war von Der Hof so enttäuscht und ich würde sagen, Die Verlorenen, das war ein solider Thriller, wo ich denke, ja, da kann man eine Reihe draus aufbauen. Vielleicht ist sogar der zweite Band dann noch besser. Kann immer noch nicht, finde ich, an Die Chemie des Todes anknüpfen, aber definitiv besser als das, was er davor geschrieben hat. Da hatte der Ghostwriter wieder Zeit. Also, wer weiß, was da los war, aber... Nein, ich habe das nicht unterstellt. Ich möchte bitte keinen Anwaltsschreiben bekommen. Ja, also wie gesagt, Der Hof kann ich nicht empfehlen. Die Verlorenen, ja, durchaus. Also es ist solide, kann man auf jeden Fall wieder lesen. Das geht. Er ist wieder da. Also Simon Beckett ist wieder da. Genau, ja. Was hast du rausgesucht? Hast du dich auch so schwer mit dieser Aufgabe getan oder ging das? Ja, nee, ehrlich gesagt nicht so, weil ich hatte das eher so gelesen, dass man nicht unbedingt zuerst ein schlechtes Buch von dieser Person lesen musste. Ach so, okay. Also
Ja. Das heißt, in der Vergangenheit mochte ich ein Buch von diesem Autor nicht, aber dieses Buch habe ich geliebt. Also ich habe das jetzt sozusagen nicht so konsekutiv gesehen, ja, okay. Wenn man so möchte. Ja, okay. Ich habe jetzt Cornelia Funke rausgesucht. Ich habe damals die Tintenwelt-Reihe nicht gemocht, beziehungsweise habe da auch tatsächlich nur das erste Buch gelesen. Und damit mache ich mich auch immer wieder unbeliebt, weil es so viele totale Fans von der Reihe gibt. Aber also es war einfach nicht mein Bier tatsächlich. Ja. Aber hinter verzauberten Fenstern von ihr finde ich richtig, richtig schön. Und das hatte ich irgendwann mal vor der Tintenwelt-Reihe gelesen und gemocht und habe aber dann durch Tintenwelt so ein bisschen die Lust an ihr als Autorin auch so ein bisschen verloren und habe dann gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas noch von ihr gelesen habe oder wenn, dann jedenfalls nicht viel. Mhm. Aber hinter verzauberten Fenstern ist echt richtig süß. Das ist halt ja wie so ein Kinder-Jugendbuch vielleicht, kann man das ungefähr einordnen vom Alter her, für das geschrieben wurde. Und es geht darum, dass ein junges Mädchen zu Weihnachten das erste Mal, oder nicht zu Weihnachten, sondern für die Adventszeit einen Bilder-Adventskalender bekommt. Und ihr kleiner Bruder kriegt noch einen mit Schokolade drin und sie ist richtig, richtig traurig darüber und irgendwie auch enttäuscht, weil was soll sie denn mit so einem blöden Pappkalender, so nach dem Motto? Und dann fängt sie aber an, diese Türen zu öffnen und merkt, dass die Figuren, die dahinter sind, also es sieht aus wie so ein großes Haus quasi, Fenster sind dann die Türchen sozusagen, die sie öffnen darf. Und sie merkt einfach, dass die Figuren, die quasi dort drauf gemalt sind, dass die irgendwie lebendig sind. Aha. Dass sich da was bewegt, dass da was an jedem Tag anders ist, an dem sie drauf guckt. Und dann fängt sie an, halt ständig auf diesen Kalender zu starren und irgendwann schafft sie es, in diesen Kalender reinzureißen. Okay. Und lernt die ganzen Bewohner dieses Hauses in Wirklichkeit kennen. Und dann gibt es noch irgendwie so eine Aufgabe, die sie zusammen lösen müssen und so. Und es ist einfach richtig, richtig süß und es hat auch so ein kompletten Weihnachtsflair, also das ja ist auch relativ schnell zu lesen, also das fand ich richtig charmant und schön und hole das auch ab und zu mal wieder raus und lese das tatsächlich. Das klingt wirklich toll, also das klingt echt schön, weil ich kann das mit der Tintenwelt tatsächlich nachvollziehen. Hatte ich probiert, ich habe auch Reckless probiert. Reckless kam auch von ihr, ja, da habe ich tatsächlich 2 oder sogar 3 Hörbücher von gehört. Und auch das finde ich irgendwie... Ich bin damit nicht warm geworden. Also ich weiß nicht, ich glaube, es lag vor allem auch an dem Schreibstil. Und deswegen hat es mich abgeschreckt, weil ich dachte, na, sie wird ja wahrscheinlich immer so schreiben. Ja. Weil den Schreibstil, den änderst du ja nicht unbedingt so schnell. Die Geschichte, ob die mir zusagt oder nicht, das ist ja nochmal was anderes. Ne? Aber ich fand, der Schreibstil zwischen Reckless und Tintenwelt war auch super unterschiedlich, oder? Ich weiß nicht, aber irgendwie hat mich das beides nicht angesprochen. Also ja, die waren unterschiedlich, durchaus, ja. Aber irgendwie hat mich beides nicht überzeugen können. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich fand Reckless super atmosphärisch, aber das ist auch so ein Hörbuch gewesen, wo man irgendwie 3 Stunden hat hören können. Und hinterher hätte ich dir jetzt nicht unbedingt sagen können, was konkret passiert ist. Ja, genau. Man schaltete leider so ein bisschen ab, weil es war zwar, wie gesagt, super viele Worte wurden darauf verwendet, irgendwie so die Atmosphäre zu kreieren und die Welt zu skizzieren. Und von der Handlung selber habe ich dann das Gefühl gehabt, da war da was. Weißt du, also das war so sehr, sehr wenig handlungsgetrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Also es ist sehr gut, weil das ist eine perfekte Einleitung für die nächste Frage für mein Buch. Ja, die nächste Frage lautet, ich liebe das Cover, aber das Buch mochte ich nicht. Jetzt bin ich gespannt. Genau, nämlich aus diesem Grund. Es ist Nacht ohne Sterne von Gesa Schwarz. Es ist einfach sehr viel Metaphern, sehr viel gebaute Welt in Worten, sehr viel Wortmalerei, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es passiert nichts. Also die Geschichte ist total austauschbar und irgendwie, ich denke, ja, beschreibt jetzt hier über seitenweise irgendwie eine Gegebenheit, aber auch mit schönen Worten, so ist das nicht. Also, aber es passierte nichts. Also dieses Buch, es geht eigentlich darum, um Naya, das ist, ich glaube, ja, ein junges Mädchen, das ist eine Tochter zwischen, also so ein Mischwesen zwischen Elfe und Mensch. Mhm. Und sie findet dann quasi so eine geheimnisvolle Elfenwelt. Da wird sie dann hineingezogen. Eigentlich lebt sie in New York und es ist quasi so eine Parallelwelt, wo sie dann hineingezogen wird. Und da lernt sie dann so ein Dunkelelfen kennen. Ja. Aber du wirst in diese Geschichte reingeworfen. Ich glaube, ich hätte das auch unter welches Strickmuster gefällt dir eigentlich aber dort nicht. Da hätte ich dieses Buch auch nehmen können. Ja. Weil eigentlich mag ich das total gerne, in Geschichte geworfen zu werden. Und dann merkst du erst im Laufe der Geschichte, ah, okay, das ist der. Und dann, also du bist mitten in der Spannung, du bist mitten in der Geschichte. Und ich dachte, das wäre hier genauso. Du wirst in die Geschichte geworfen und dann erklärt sich im Laufe der Geschichte
das alles. Das, so Puzzleteile setzen sich zusammen. Ja. Das passierte nicht. Oh. Es wurde nichts erklärt. Du wurdest reingeworfen und du dachtest, ja, das muss ich ja irgendwann. Irgendwann erklärt sich das. Irgendwann brauchen diese Charaktere ja auch irgendwie Substanz. Also du musst ja auch irgendwann mit denen mitfiebern können. Das heißt, du musst ja auch mehr über die erfahren. Das passierte die ganze Zeit nicht. Es wurde nichts aufgeklärt. Es wurde alles so hingenommen oder es wirkte teilweise so, als müsste der Leser das eigentlich wissen, ja. Aber es wurde nie erklärt. Und das war so, es hat mich total verwirrt, es hat mich total irgendwie im Regen stehen lassen, weil ich konnte dieser Geschichte einfach nicht folgen, weil ich gar keine Verbindung zu den Charakteren hatte. Da wird irgendwie eine tolle Welt geschaffen, aber du kannst mit dieser Welt nichts anfangen, weil du die Charaktere da drin gar nicht kennst und sie dir aber auch nicht erklärt werden, sondern die sind einfach da. Also es war viel zu wenig Charakter, ja, ausgebaut, aus, ja, Charakterbuilding war gar nicht vorhanden, dafür ganz viel Worldbuilding, was total unnötig für die Geschichte war. Also, ich möchte bitte interessante Charaktere haben, mit denen ich mitfiebern kann, dass es mir viel mehr wird, als wenn es irgendwie eine total fantastische Welt ist, die aber nur da ist. Also, das reicht nicht an Material. Ja. Ich glaube, man hätte viel mehr daraus machen können. Und wie gesagt, das Cover ist wunderschön. Ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Es ist wirklich, und es war, glaube ich, auch ein Coverkauf. Also, weil da ist so eine Frau drauf mit einem Umhang und sie hat den so über den Kopf gezogen und der ganze Umhang, der glitzert. Also, es sieht total schick aus und es hat auch eine ganz tolle Haptik, so, wenn man drüber fest. Ja, und dann der Inhalt war halt so lala. Also, schade. Schade Schokolade, ja. Ärger. Übrigens, wenn ihr das gucken wollt, ohne zu googeln, einfach auf buecherreich.net und dann auf die aktuelle Folge klicken und dort haben wir die ganzen Cover auch nochmal abgelegt. Ja, und welches Cover hat dir gefallen, aber die Geschichte so gar nicht? Ja, da habe ich diesmal zwei Sachen mitgebracht. Einmal Ich bin die Nacht von Ethan Cross. Ja. Das finde ich das Cover zumindest ganz schick, sage ich jetzt mal. Ob ich es jetzt liebe, naja, es hat auf jeden Fall auch einen coolen Farbschnitt. Also die gesamte Reihe hat irgendwie schwarze, rote und wie auch immer Seiten. Und das finde ich eigentlich ganz cool und ich mag auch eigentlich dieses Schlichte tatsächlich sehr gerne. Mhm. Aber auch das, also ich krieg schon gar nicht mehr alles zusammen, aber das war auch so ein typischer Fall von unlogisch vorm Herrn. Ich habe mich als Leser total veräppelt gefühlt, weil da teilweise auch wieder Leute vor Augen des Protagonisten gestorben sind, die dann irgendwann quietschfidel wieder um die Ecke kamen. Bin ich sowieso schon mal skeptisch und es war auch sehr, sehr blutig tatsächlich, fand ich persönlich. Ich habe den ersten Band gelesen oder gehört, aber am schlimmsten fand ich wirklich einfach dieses, dass so ganz viele Zufälle sind, die aber natürlich gar kein Problem sind, weil passt alles zueinander sozusagen. Es war an den Haaren herbeigezogen. Also da geht es dann auch irgendwann um irgendwelche Familienverhältnisse. Ich krieg's schon nicht mehr ganz zusammen, aber so nach dem Motto, wie gesagt, totale Zufälle, die aber dann irgendwie sich entpuppen, als dass sie doch keine Zufälle sind oder wie auch immer. Also ach, nee. Ja, okay. Ich fand's komisch. Und dann fand ich auch auf seine Art und Weise ganz charmant Hashtag London Whisper, als Zofe ist man selten online, von Aniela Lay. Das habe ich dieses Jahr erst gehört und es hat mich einfach vom Cover her tatsächlich sehr, sehr angesprochen. Ich fand das da so locker leicht flippig aus, ist halt eher so in Richtung Kinderbuch tatsächlich noch. Also ich sag mal so Kinder auf der Schwelle zu Jugendlichen. Mhm. Ich fand auch die Story hörte sich ganz gut an, da geht es halt um ein junges Mädchen, was, ich weiß schon gar nicht mehr warum, aus Versehen in die Vergangenheit irgendwie gerät und dann sich als Zofe durchschlagen muss. Und ja, schlussendlich war es so ein Zuckerguss und Kitschgedöns, weil sie einfach, also sie eckt überhaupt nicht an und es ist auch eine ganz, ganz tolle Welt. Also musst du ja verstehen, dass das, ich weiß nicht, viktorianische London oder sowas war das, wo man eigentlich als Zofe nicht viel zu lachen hatte. Aber sie ist so, sie wird Best Friends mit der Tochter des Hauses. Sie wird dann auch, also sie muss dann im Grunde auch ihre ganzen Aufgaben nicht erledigen, sondern geht immer mit denen auf Bälle und zu irgendwelchen Soirees und keine Ahnung was. Also es ist halt überhaupt nicht so dieses Standesgemäße, was man, woran sie sich die Zähne wahrscheinlich ausgebissen hätte, wenn das realistisch geschildert worden wäre. Das hat hier einfach nicht stattgefunden. Und sie hat halt mit ihren modernen Ansichten, ist sie auch also selten angeeckt, sondern die fanden das alle irgendwie toll. Aha. Nein, also das ist, fand ich irgendwie nicht so richtig sinnvoll. Und dann war es, wie gesagt, auch so ein bisschen Pseudokonflikte und die erste große Liebe und weiß der Kuckuck was. Aber ich habe gedacht, nee, das ist nicht so ganz das, was ich mir vorstelle. Weil ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich noch eine zweite, in Anführungsstrichen, Kinderbuchserie finde, die ich gut finde, weil ich habe von Dagmar Bach ja diese ganzen Bücher gelesen, unter anderem die Zimt-Reihe und muss sagen, das sind ganz andere, also vom Setting her, von der Ansprache her relativ ähnlich,
aber das, die haben alle irgendwie Hand und Fuß und das sind Charaktere, die auch mal Fehler machen oder die auch mal irgendwie offen mit ihrem Partner über bestimmte Sachen schon mal anfangen zu reden, auch wenn sie, ne, also so, wo ist meine Grenze oder möchte ich jetzt schon irgendwie das oder das auf romantischer Ebene mit dir machen, und da wird halt einfach erwachsen drüber geredet und gezeigt, dass das gar nicht schlimm ist, wenn man das auch mal tut und wenn man vielleicht auch mal sagt, nein, ich möchte das nicht oder später mal oder wie auch immer, also das hat eine ganz andere Botschaft, finde ich, an junge Mädchen als das, was sehr, sehr oberflächlich hier vermittelt wurde. Ja, schade, weil ich habe das Hörbuch tatsächlich auch noch bei mir rumliegen. Und ich dachte, das wäre vielleicht so eine locker, leichte, witzige Geschichte, die man irgendwie mal so nebenbei oder zwischendurch hören kann, wenn man mal irgendwie zwischen zwei Krimis oder so mal eine Pause braucht. Das ist es auch, aber ich war irgendwann genervt, weil ich das so zum einen, wie gesagt, sehr, sehr zuckergussig irgendwie fand. Ach ja, und irgendwann fängt noch irgendein Hund mit ihr an zu sprechen. Aha, okay. Das wird aber nie erklärt, warum sie das kann. Achso, oh. Ja. Also klar, man kann es auf jeden Fall lesen, um mal so ein bisschen rauszukommen und einmal irgendwie happy-go-lucky zu machen, aber da gibt es tatsächlich, finde ich, bessere Hörbücher in der. Okay. Und die letzte Frage für uns. Wir sind jetzt schon richtig lange am Reden. Irgendwie habe ich das. Sorry about that. Aber egal, es musste alles raus jetzt hier. Auf jeden Fall. Die letzte Frage ist: Ich mag das Cover überhaupt nicht, aber das Buch habe ich geliebt. Jetzt bin ich gespannt. Es ist lustig, weil ich ja total der Coverkäufer bin und dementsprechend gar nicht so viele Bücher habe, wo ich das Cover so gar nicht mag. Aber was mir da in den Sinn gekommen ist, ist Leichenblume von Annemette Hancock. Aha. Das ist ein dänischer Krimi. Aha. Ja, irgendwie hat mir das nie zugesagt. Also ich habe es tatsächlich erst zu dieser Reihe gegriffen, als schon der dritte Band draußen war, was ganz gut war, weil dann konnte ich gleich die ganze Reihe in einem Rutsch durchlesen. Ja. Aber ich hätte sonst niemals, sondern nur aufgrund von guten Bewertungen, diese Reihe angefangen. Ja. Also ich habe die Bewertungen gelesen und dachte, okay, muss ja doch gut sein, weil es mich überhaupt nicht gecatcht hat. Also vorne drauf ist die kleine Meerjungfrau, also diese Statue, die vor Kopenhagen da im Wasser quasi ist. Ja. Und ich finde es aber so extrem bearbeitet. Mhm. Also es ist irgendwie sehr, ich weiß nicht, und es ist so nichtssagend. Also, und ich finde, dass tatsächlich das Cover zum Titel gar nicht passt. Also es heißt Leichenblume und dann siehst du aber diese kleine Meerjungfrau und ja, okay, das hat was mit Kopenhagen zu tun, okay. Aber hat das was mit dem Fall an sich zu tun? Es spielt halt in Kopenhagen gut. So. Ja. Aber auch ich habe auch das Gefühl, dass weder der Titel noch unbedingt das Cover irgendwie was mit dem Fall zu tun haben, bin ich der Meinung. Also ich weiß auch nicht, wieso, weshalb, warum. Ich mochte auf jeden Fall das Buch sehr, sehr gerne. Ich mochte die Reihe sehr gerne. Das ist im Gegensatz zu den anderen vorgestellten Krimis hier in dieser Podcast-Folge wirklich mal Ermittlerinnen oder eine Ermittlerin, die ich sehr, sehr gerne mag, also die super sympathisch ist. Das ist halt so das Kontrastprogramm zu den meisten Ermittlern oder Ermittlerduos oder so. Ja. Und das ist einfach wirklich ganz toll gewesen. Ich mochte es wirklich sehr gerne. Es war sehr erfrischend. Und ich hätte es nicht aufgrund dieses Covers gekauft. Einfach nicht. Ja. Und ich weiß, du hast dieses Buch. Also nicht du hast dieses Buch, sondern du besitzt dieses Buch. Ja. aufgrund eines Blind Dates. Richtig, ja. Was ich total cool finde, weil wenn ich so an dieses Buch gekommen wäre, also als Blind Date ist das super, weil, wie gesagt, man sieht das Cover nicht, du hast ja quasi nur den Text, also ne, was da rein quasi draufgeschrieben wurde, worum es in diesem Buch geht. Ja. Und daraufhin hast du ja das Buch gekauft. Ja, absolut. Das ist super. Das ist perfekt dafür, weil das Cover, wie gesagt, nichts aussagt. Es sagt nichts aus. Deswegen, hat das ganz gut als Blind Date gepasst. Spannend. Also ich muss sagen, als ich es ausgepackt habe, habe ich erstmal nicht gedacht, irgendwie so, Also ich fand es schon, also ich kann nachvollziehen, wenn du sagst, okay, es passt weder irgendwie zur Story, noch passt eigentlich der Titel so richtig zur Story. Also was hat man sich dabei eigentlich gedacht? Aber ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht hässlich oder so, sondern aber das ist ja Geschmackssache. Also es hat mich gar nicht gecatcht halt. Also es gibt so Bücher, wo ich so denke, das finde ich irgendwie schön oder das mag ich irgendwie gerne angucken, aber irgendwie, ich mag auch diese Statue nicht so gerne. Also es wünscht sich ja auch so ein bisschen, dass wenn man eine Buchreihe richtig toll findet, dass man dann eigentlich auch das Äußere richtig schön findet, damit man sich irgendwie schöner mal hinstellen kann. Ne? Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ja, vor allem, weil ich Band 2 und 3 vom Cover wieder schöner finde. Oh ja. Also das Band 2, meine ich, ist Narbenherz und das dritte ist Grabestern. Ja, auch da hat weder das Cover mit dem Titel irgendwie was zu tun,
aber ich finde die ansprechender irgendwie. Ich finde die farblich ansprechender. Gut, ja, bei dem einen ist ein Haus drauf und bei dem anderen oder eine Hütte drauf und bei dem anderen ist ein Boot drauf, okay. Mhm. Aber irgendwie finde ich die atmosphärischer als diese kleine Meerjungfrau, also diese Statue. Mhm. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe Grabesstern, ich glaube, das ist jetzt dann der dritte Band. Ja. Den habe ich gesehen und aufgrund dessen und dessen Cover bin ich dann überhaupt auf die Reihe dann gekommen und dachte, ach, Leichenblume ist der erste Teil. Ja. Ach, also habe ich ja schon öfter gesehen, hat mich aber nie angesprochen. Und dann habe ich mir die Bewertung durchgelesen und dachte, ah ja, gut. Aber ich bin quasi nur aufgrund des Covers des dritten Teils in die Reihe gekommen. Das glaub ich. Ja, deswegen, ja, also der erste Band hätte mich so vom Cover jetzt gar nicht gecatcht. Ja. Was ist denn bei dir geworden? Da bin ich auch super gespannt. Ich habe gleich zwei Bücher rausgesucht für diese letzte Aufgabe. Und zwar einmal Shalane Harris Harper Connelly-Reihe. Das ist so ein, ja, so übernatürliche Fantasy-Geschichte sozusagen mit, ja, Mystery-Krimi-Elementen, die von außen total schlimm aussehen. Die sind auch irgendwie, ich weiß gar nicht, wann die genau erschienen sind. Das ist auch schon eine Ecke her. Und das, also wirklich, gerade die deutschen Titel sehen irgendwie furchtbar aus. Es geht halt um eine Frau, die mit den Toten sprechen kann, beziehungsweise wenn sie in die Nähe von einer Leiche kommt oder von jemandem, der tot ist, kommt, dann kann sie quasi seine letzten Augenblicke sehen, kann vielleicht bestimmte Sachen nochmal irgendwie fühlen, die er oder sie gefühlt hat im Augenblick des Ablebens und ist deswegen, und sie kann vor allem auch spüren, wo die sind, ne? Also das heißt, sie wird ganz häufig angeheuert von Privatpersonen, die irgendwen vermissen oder wo irgendwer verschwunden ist oder so. Ja, hört dann die Toten quasi mehr oder weniger mit sich kommunizieren. Das ist super gut geschrieben, finde ich. Da ist schon auch eine Liebesgeschichte mit dabei, die vielleicht dem einen oder anderen nicht so gut gefällt. Ich fand sie sehr, sehr schön. Das war so ein bisschen dieses Friends-to-Lovers-Thema sozusagen. Das mag ich immer eigentlich ganz gerne. Es ist auch viel so diese Spannung zwischen Polizei und ihr, die sie auch gerne mal, weil sie fährt im Grunde durch ganz Amerika, wenn man so möchte. Und sie taucht, also kommt immer wieder mit unterschiedlichen Polizei oder Polizisten in Berührung in dieser Funktion. Und die sind teilweise natürlich auch super skeptisch, ne? Stimmt das überhaupt? Mhm. Ist sie eine Scharlatanin? Ja, so in die Richtung geht das. Ja, und da fand ich tatsächlich den Inhalt richtig gut. Es war auch eine kurze, knackige Reihe. Ich glaube, es gab 4 Bücher, die auch sehr, sehr schmal sind. Jedes Buch beinhaltet einen anderen Fall, der einem auch emotional nochmal sehr nahe geht irgendwie. Und gleichzeitig wird aber auch so ein bisschen übergreifend das Ganze vorangetrieben. Und es war jetzt aber nicht so eine Reihe, wo man irgendwann sagt, so okay, 30 Bände später sind wir immer noch nicht zum Punkt gekommen. Sondern es war in sich kurz und knackig. Deswegen, ich mochte die Reihe sehr, sehr gerne. Hab die auch hier noch im Regal stehen. Aber es sind halt so wie so Bilderrahmen auf den, wenn ich mich richtig erinnere, auf den Covern drauf. Und dann immer so diese Engel, die man so auf so Grabsteinen hat oder bei Grabsteinen hat, die sind da in irgendwelchen unterschiedlichen Formen quasi abgebildet. Ach lustig, weil ich habe gerade danach gegoogelt, um zu schauen, und bin jetzt auf Lovely Books gelandet und da ist anscheinend eine neuere Ausgabe drin. Also ich glaube, da musst du die von Emmy 2008 haben und das wurde wohl nochmal neu aufgelegt, 2015. Ja. Und da ist dann quasi wie so ein, also du siehst eigentlich nur so Friedhofskreuze, ja quasi so Scherenschnittartig. Also du siehst eigentlich nur die Schatten davon. Mhm. Und dann hat es immer einen unterschiedlichen Hintergrund, also entweder blau, grün und lila. Und Band 4 fällt da komplett raus. Das sieht aus wie so ein Grabstein, wo was draufgeschrieben ist. Passt gar nicht zu der Reihe, ist 2011 erschienen. Mhm. Also irgendwie dazwischen, also zwischen irgendwie dieser anderen 3 Bände und dann der Neuauflage davon. Ja. Aber irgendwie wurde der 4. Band anscheinend nicht neu aufgelegt. Also ganz, ganz merkwürdig. Also wenn du da in die Shownotes tatsächlich dann deine Ausgabe rein, also findest davon die Bilder, dann bin ich jetzt super gespannt. Ich hoffe das. Also da habe ich, also dann muss ich mir das auf jeden Fall nochmal angucken, weil ja. Ja, das, also die finde ich aber auch nicht so schön, die von 2015, die Auflage. Ja, also es ist eigentlich immer ein Grabstein in irgendeiner Form und da steht dann quasi der Autorenname und der Buchname drauf, sozusagen, oder Titel drauf, Grabeswort, Grabestimmen und so weiter und so fort. Vielleicht, wenn du diese. Ja, dann wahrscheinlich so wie Band 4. Bei Band 4 ist es auch so ein Grabstein, wo das dann drauf genau ist. Und das scheint nicht neu aufgelegt worden zu sein. Ja. Ja, ich hoffe, also meine Bilder kommen tatsächlich immer von Amazon. Okay. Deswegen gucken, ob ich das leisten kann. Ansonsten googelt einfach mal Shalane Harris Grabeshauch oder Grabestimmen oder ein eiskaltes Grab. Den 4. Titel komme ich jetzt gerade nicht drauf. Und wie gesagt, das sieht eher so ein bisschen aus düster und komisch und irgendwie. Nee, ist nicht mein. Genau, aber so oder so ist auch die Neuauflage nicht so hübsch. Also ja. haben sie vielleicht ein bisschen modernisiert. Aber es lohnt sich. Okay, ja, naja, dann. Also wenn man da
ankommt und da Bock drauf hat, also auch so, ich sag mal, Romantasy, sehr realistisch tatsächlich auch geschrieben, ein bisschen spirituell, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Und ich muss auch sagen, ich war noch nie ein Fan, jetzt mache ich mir wahrscheinlich das zweite Mal in dieser Folge total die Feinde, war nie ein Fan von den deutschen ursprünglichen Harry Potter Ausgaben von J.K. Rowling. Nein, ich mochte die aber auch nicht. Ach, zum Glück. Ich finde die zu stilisiert, also zu einfach. Ich fand die einfache nicht ansprechend genug. Also auch nicht, vielleicht auch nicht kindgerecht genug. Also ich fand die immer sehr zu einfach. Also der Stil von der Künstlerin, ja, den fand ich nicht passend. Ja, zu einfach würde ich auch mitgehen. Ich finde es eigentlich zu kindlich tatsächlich. Okay. Und ich finde, die sehen so, also erstmal mag ich sowieso nicht so gerne, wenn Gesichter auf Covern drauf sind. Und ich fand halt einfach auch die Gesichter, die dort gezeigt wurden, die sehen so aus wie so Knetfiguren. Das sieht nicht schön aus, nein. Deswegen finde ich es eigentlich nicht kindlich genug, weil ich fand die zu abstrakt, zu stilisiert. Also ich finde, bei so einem Kind hätte ich ganz gerne, also wenn es dann irgendwie eine Figur sein muss, die vorne drauf ist, dann hätte ich das gerne irgendwie ein bisschen freundlicher. Und ich fand, dieser Harry Potter, der da drauf war, sah nicht freundlich aus, sondern ich weiß nicht. Also ich fand den einfach von vorn, also auf dem Cover, total unsympathisch. Ich glaube, nach dem Cover hätte ich das nicht gekauft, hat mich nicht angesprochen tatsächlich. Ich glaube aber auch, es liegt vielleicht daran, dass ich stimme dir zu, der sieht total unsympathisch aus. Das ist gegoogelt, aber er zieht auch auf jedem einzelnen Cover irgendeine Augenbraue hoch. Und ich finde, das wird dann sowieso immer von oben herab so ein bisschen. Und dann, also allgemein auch so, wie diese Brille dann bei ihm so auf Halbmast sitzt und viel zu klein ist. Also es ist irgendwie eigentlich eher ein bisschen lächerlich fast schon aus. Und es ist kein Zeichenstil mehr, der mich anspricht, ehrlicherweise. Nee, das stimmt. Ich habe die alle hier noch im Original und ich glaube, ich werde die auch so nicht weggeben, weil ich denke mir, es ist eigentlich, wenn man es liest, wirklich eine tolle Reihe. Ich bin damit richtig darin versunken, aber wer weiß, ob die nicht irgendwann mal auch richtig viel wert sein werden, wenn das die Erstausgabe sozusagen ist. Mhm. Aber mich spricht es tatsächlich 0,0 an. Ja, geht mir genauso. War auch definitiv damals kein Coverkauf. Nee, aber es hat noch meine Mutter für mich gekauft. Nee, genau, bei mir auch tatsächlich. Und jetzt gibt es halt so viele schöne Schmuckausgaben, wo ich echt überlege, ob ich mir dann doch nochmal eine Schmuckausgabe hole. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil, ja klar, also ich habe die Bücher jetzt einfach auch schon mehrfach gelesen und es wird sich wahrscheinlich für diese Reihe tatsächlich auch lohnen. Aber irgendwie denke ich, naja, aber ich hab's halt so und ach, ich weiß nicht. Also da muss es mich schon richtig, richtig catchen, dass ich sage, oh, das sieht jetzt aber so gut aus. Aber nochmal, ich würde die dann wahrscheinlich aber nicht lesen, die Schmuckausgabe. Das wäre dann tatsächlich nur fürs Regal. Ja, ja, ja. Und dann, ja, weiß ich nicht, ob es das dann wert ist. Aber nee, da habe ich lieber ein krabbeliges Cover, was ich persönlich auch vielleicht nicht so schön finde. Dann weiß ich, ich kann mich da ganz entspannt auch vielleicht mal mit einem Stück Schokolade daneben setzen oder so. Das ist dann auch egal, sage ich jetzt mal. Es kommt ja eigentlich immer eher auf die inneren Werte an im Endeffekt. Ja, aber das ist auch so eine Reihe, wo ich jetzt das Cover nicht unbedingt toll finde, aber den Inhalt echt gut. Ja, das stimmt. Sehr gut, wir sind am Ende angelangt. Vielen, vielen Dank, dass du so schöne Sachen auch mit reingenommen hast. Ich glaube, da sind auch ein paar Empfehlungen und ein paar Empfehlungen gewesen, für den einen oder anderen wahrscheinlich. Und wenn ihr... Ja, super spannend. Ja, auf jeden Fall. Fand ich auch sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Und wenn ihr zu Hause denkt, was reden die denn da, das ist doch totaler Quatsch, dann gerne einen Kommentar schreiben. Auch wie gesagt, auf boicherreich.net gibt es bei der, ich glaube, es ist Folge 227 oder so, gerne einfach einen Kommentar runterschreiben. Und wenn ihr selber diese Fragen beantworten möchtet, könnt ihr das auch gerne per Kommentar tun oder eben auf eurem eigenen Blog, in einem eigenen Video oder ähnliches. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Dann hören wir uns bestimmt ganz bald wieder. Mach's gut, Ramona. Mach's auch gut. Und mach's gut, ihr da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.